Heute sammeln wir Geoden und die findet man einfacher als man denkt. Geoden! Offensichtlich scheint ihr diese Dinger genauso zu feiern wie ich, wenn nicht sogar noch mehr. Ich liebe diese Community. Ich war jedenfalls schon als Kind von diesen Steinen begeistert. Außen schlicht und im Inneren voller Edelsteine. Das hat schon eine gewisse Ästhetik und obwohl die Steine gar nicht so teuer sind, wie man denkt, Reflinks zum Nachschauen sind in der Beschreibung, will ich heute mal herausfinden, wie man die finden kann und vor allem wo. Und dafür bin ich dann heute zu einer Zuschauerin nach Freiberg gefahren. Und noch viel wichtiger, ich habe bei diesem Projekt viel über Geoden gelernt, was ich gar nicht gedacht hätte. Aber darf ich vorstellen, Sarah, Geoökologiestudentin und generell naturwissenschaftsfasziniert. Sie weiß, wo man Geoden finden kann. Und da das mittlerweile das dritte "Ich gehe mit Abonnenten raus in die Natur und finde geilen Science-Scheiß-Video" ist, kann ich es nur nochmal sagen. Ich feier euch. Würde ich durch meine Videos nicht so faszinierende Leute kennenlernen, dann wäre auch schon das ein oder andere faszinierende Projekt nicht entstanden. Und ich würde nur den ganzen Tag in der Bude rumsitzen. Aber was sind Geoden? Entstehen tun sie in Gasblasen, in Magma, in welchen eine Mineralisation ausgelöst wird. Je nach Flussrichtung und Dickflüssigkeit des flüssigen Gesteins bilden sie sich dann entweder kugelförmig, ellipsenförmig oder UFO-förmig aus. Oder im Falle von zwei oder mehreren Gasblasen, die aufeinander getroffen haben, auch so wie hier jetzt skizziert. Man sieht, obwohl man sie durch ihre eindeutige Form erkennen kann, gibt es viele Variationen von Geoden. Als Nieten würde der Sammler jetzt jedenfalls welche bezeichnen, die nur aus dem Gestein bestehen oder auch mit einem leeren Hohlraum gefüllt sind. Ob man das so sagen kann? Ihr wisst, was ich meine. Aber was ihr jetzt eigentlich wissen wollt, ist Folgendes. Der Unterschied zwischen einer Mandel und einer Druse ist, bei einer Druse verbleibt ein Resthohlraum, während der Rand mineralisiert ist, und bei einer Mandel ist der Hohlraum komplett mit einem Mineral gefüllt, weswegen keiner mehr übrig ist, und in dem Fall ist es Arat. Und wo können wir die jetzt genau finden? Der Bereich, der laut Sarah jetzt am häufigsten Fundstellen aufweist, ist hier eingezeichnet. Aber Geoden generell kann man jetzt gerne in Wäldern, Feldern und Aufschlüssen finden, um nur mal ein paar Bereiche zu nennen. Von denen eignen sich auf jeden Fall jetzt besonders Felder und Wälder ziemlich gut, weil man wird nicht drum herum kommen, nach Geoden zu graben. Außer bei Feldern und Wäldern, denn was bieten beispielsweise Waldwege? Im Graben muss man nicht mehr graben. Gräben wären schon mal eine Sache und wenn jetzt ein Baum während eines Sturmes umfällt, reißen die Wurzeln auch gerne mal Erdreich mit hoch. Und wenn das jetzt in einer Fundstelle passiert, hat die Natur im Prinzip für euch gegraben. Aber Felder sind noch besser geeignet. Jedes Mal, wenn der Boden durchgepflügt wird, kommen neue Geoden an den Fundstellen zum Vorschein. Und durch die mechanische Belastung werden Geoden dann auch gerne mal halbiert, geviertelt oder noch kleiner zerbrochen. Wichtig ist allerdings, wenn man Geoden sucht, dass man Privatgrundstück respektiert. Sprecht das vorher mit den Besitzern ab. Ich übernehme keine Haftung dafür, wenn ihr Scheiße baut. Aber das war auf jeden Fall unser Tag. Du hast ja auf Twitter geschrieben, dass du gerne Physikspielzeuge hättest. Ja. Kennst du noch das Blubbel-Ding? Oh ja, das ist so toll. Ja, kannst du sagen. Ja, matschig. Was tut man nicht alles für die Wissenschaft? Also wenn wir richtig Glück haben, finden wir auch einen schönen Apparat. Ah, hier. Geode Nummer 1 wurde gefunden. Ein Bruchstück. Ja, wäre Magnetik gewesen. Sieht auch die runde Form hier. Eine Steinblase. Unfreiwillig die ersten Edelsteine gefunden. Hast du was? Vollständige. Oh mein Gott! Eureka! Das ist eine vollständige. Wir haben eine Gesteinskugel gefunden. Die brechen wir zu Hause auf? Ja, können wir machen. Idel! Ich glaube, ich habe gerade meine erste Geode gefunden. Da wird die Kindheit nochmal nachgeholt. Man könnte es in der Theorie für eine Druse halten. Der kleine Bereich hier ist natürlich aber nicht so schön wie die anderen. Krass, was man so auf dem Feld finden kann. Das hier war im Übrigen eine geschliffene, erworbene Mandel, die allerdings aus Grabungen von diesem Feld hier kam. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass man die so einfach finden kann. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und teilt es, wenn ihr ebenfalls so dachtet. Das war jedenfalls unsere Ausbeute vom ganzen Tag. Okay, und warum tun wir die da jetzt nicht aufbrechen? Ja, weil in dieser sehr wahrscheinlich was drin ist. Und woher erkennst du das? Die Geode hat Schnürrand an der Seite. Sein Erkennungszeichen. Dann schauen wir mal, ob es sich hier
und in den anderen kleinen ebenfalls etwas verbirgt. Die großen schickte Sarah direkt zum professionellen Schneiden und Schleifen. Aber ich muss euch ja schließlich auch was für das Video liefern können, demnach... So, mit Geologenhammer bewaffnet werde ich nun das erste Mal Geoden öffnen üben. Was muss ich beachten? Vielleicht noch die Schutzbrille aufsetzen. Safety first, natürlich. Ah, oh, splittert eher außen. Sieht aber schön aus. Oh, das ist eine Mandel. Ah, wie geil. Mandel. Oh mein Gott, wie cool. Das ist ja wie eine Überraschung sein. Ich werde es irgendwie hinbekommen, die zu schleifen. Oh. Noch eine Mandel. Ja. Die sind ja heute wirklich gut. Du hast gedacht, wir finden nichts. Oh mein Gott, ich habe Funken gesehen. Ja. Mein Schlüssel. Drei Mandeln. Das ist sehr interessant. Vor allem ist ja lustig, dass die alle den gleichen Kern haben. Also wenn man die glatt schleift, das sieht bestimmt cool aus. Bist du bereit für den letzten? Oh mein Gott, ja, da braucht man deutlich mehr. Ich hab's nicht verstanden. Safety first, natürlich. Unzufrieden mit der Ausbeute heute. Ja, auf jeden Fall. Allein wegen der hier, die ist toll. Ich mag die. Ja, das ist mein Lieblingsstein. Ich nenne ihn Rocky. Das ist wirklich die perfekteste Geode, die ich gefunden habe. Zwar nicht so schön wie gekaufte Geoden, aber das kriegen wir hin, nachdem die geschliffen wurden. Werde ich auf jeden Fall bei Gelegenheit mit denen, die ich privat behalten werde, machen. Außerdem haben die Geoden jetzt auch nichts gekostet außer Zeit und Weg und es hängen Erinnerungen an dieses wunderschöne Projekt dran. Und das ist ein Wert für mich, wie ich ihn in keinem Laden bekommen hätte. Und da ich denke, dass das euch ebenfalls viel bedeuten wird, werden jetzt ein paar unserer Ausbeutestücke auf Patreon verlost. Die Supporter, die hier jetzt eingeblendet sind, die diesen Kanal und somit auch die Projekte hier finanzieren, sollen ja auch was zurückbekommen. Schaut jetzt noch unbedingt das Video an, in dem wir magnetische Steine im Wald finden und wo man diese finden kann. Abonniere Techtastisch, wenn du solche Videos nicht mehr verpassen willst. Und wenn du sie wirklich nicht mehr verpassen willst, aktiviert die Glocke. Der Link zu meinem Patreon-Account ist übrigens in der Beschreibung.